Ich habe jetzt da auch keine Ahnung, wann ich den nächsten Business Vlog mache. Das hängt alles von den Dingen jetzt ab, die morgen oder in den nächsten Tagen passieren. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche hinein in den Business Vlog Ausgabe 274. Die letzten Tage haben es richtig in sich gehabt. Auf der einen Seite jetzt einmal die Vorbereitungen für die Alanui Charity Community, die laufen. Die Webseite ist jetzt am Vorbereiten und eventuell geht es diese oder auch nächste Woche schon los mit einem weiteren Alanui Projekt. Dann haben wir die Zeit richtig toll genutzt am Wochenende und ja, über Videos schauen und so weiter sind wir dann auf die Idee gekommen, die Nadine und ich, dass wir smoken. Ja, das bedeutet, wir haben jetzt der Rippler gekauft und dann gesmoked. Und wie das Ganze am Samstag ausgeschaut hat, dazu jetzt mehr. Heute. So, was habe ich bis jetzt da getan? Zuerst einmal den Griller vorbereitet, rausgestellt, dann die Kohle angezündet. Dann war auch noch im Prinzip strategisches Überlegen, wie viele Grillgitter gebe ich rein. Wir haben mit einem Grillgitter gearbeitet. So, dann war die Kohle soweit. Dann haben wir die Rippler einmal angegrillt, beidseitig. Und die ersten zwei Rippler sind dann schon indirekt oben raufgekommen, auf das Indirekte. Und als die zweiten fertig waren, einfach rübergeschoben. Dann die Kohle noch einmal richtig durchgewühlt, dass sie halt richtig Luft bekommen noch einmal und dann die Smokerbox reingestellt. Wichtig bei den Chips, zuerst wässern. Ja, ich habe da ein bisschen was gegoogelt, aber im Prinzip gibt es die hitzigen Diskussionen, wässern oder nicht wässern die Holzchips. Wenn man sie wässert, habe ich so rausgelesen, dann ist es natürlich besser, weil es dann ein bisschen braucht, bis die Holzchips in Fahrt kommen, warm werden. Also du gewinnst ein bisschen Zeit. So, und jetzt ist es wichtig, die nächste Stunde, lass es jetzt einmal ganz normal drinnen, ich beobachte die Temperatur, die soll immer zwischen 130 und 140 Grad sein. Und dann muss ich auch noch schauen, wann ich ein bisschen Kohle nachlege, damit die frische Kohle angeglüht ist, wenn die alte nachlässt. Ja? Also von dem Experiment, keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt. Eine Stunde sind die Ripperlets da drinnen. Komm her mal, jetzt schauen wir mal rein. Der Duft ist ein Wahnsinn, also dieses Holz, Hickory. Okay, ich hab Hunger. Zweieinhalb Stunden später. Wir schauen rein. Ah, der Duft ist aber. So, wir brauchen einmal als erstes. Ja, ihr habt schon gesehen, der Testlauf mit den Rippler hat spitzenmäßig funktioniert und für meinen Geburtstag nächste Woche, ja, das ist ja genau nächste Woche schon, haben wir jetzt da auch Rippler bestellt, aber nicht diese normalen Spare Ribs, sondern diesen sogenannten St. Louis Cut. Ja, das sind einfach ein bisschen größere Rippler und auch ein wenig mehr Fleisch ist oben. Diese Woche ist dann auch ein sehr spezielles Datum, nämlich der 29. Mai. An diesem Datum sollten wir jetzt da endlich wieder unsere Exit-Room-Standorte in ganz Österreich öffnen dürfen. Wir wissen es bis jetzt zwar noch immer nicht, aber die Werbemaschinerie ist jetzt da am Samstag losgegangen, nämlich die ganze Google-AdWords-Kampagnen und so weiter, die sind wieder losgestartet. Facebook habe ich dann gestern am Sonntag gestartet. Heute ist der Newsletter rausgegangen. Man sieht es auch schon am Webseiten-Traffic. Die wird jeden Tag jetzt mehr. Wir bekommen immer mehr Kundenanrufe täglich, bedeutet, dass die Leute fragen, wann geht es endlich los, und wir hoffen jetzt da wirklich, dass es am Freitag dann soweit ist, dass wir unsere Türen wieder öffnen dürfen. Genaueres werden wir wahrscheinlich erst am 28. genau wissen oder erst am 29. um die Mittagszeit. Also von dem her wird es alles noch ein bisschen stressig werden und deswegen YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr dann bei der nächsten Ausgabe seht, ob wir es da geöffnet haben oder nicht. Dann noch etwas anderes, was mich doch in den letzten Tagen sehr bewegt hat und nachdenklich gestimmt hat. Und ja, gerade im Business Vlog ist es für mich wichtig, dass ihr mich kennenlernt von allen Seiten, ja, mit allen Höhen und Tiefen und so weiter. Und es war ja schon so, wo ich einmal gesagt hatte, ich hätte keinen Business Vlog machen sollen, wie das Ganze mit meinem Großvater gewesen ist. Das war jetzt da auch schon vor 1,5 Jahren her.
Und ja, diese Woche ist etwas passiert, oder letzte Woche schon. Mein Papa ist ins Krankenhaus gekommen. Und da ist man jetzt am Wochenende draufgekommen, Bauchspeicheldrüse, und man hat Abstriche gemacht und so weiter. Es ist richtig kacke, ja. Und ich werde jetzt da mal mit meiner Mutter fahren, weil sie erst heute in die Intensivstation verlegt worden. Und ja, anscheinend, es ist, keine Ahnung jetzt da, wie sich die ganze Woche entwickeln wird, ja, weil es jetzt davon abhängig ist, wie es privat weitergeht. Ich habe jetzt einmal für morgen alle Termine abgesagt, werde jetzt in die Südsteiermark fahren mit der Nadine zusammen zu meiner Mutter, dann ins Krankenhaus. Mit meiner Schwester habe ich heute schon telefoniert. Also es ist momentan privat ein bisschen richtig tricky. Ja. Der Showmasker arm, das heißt gerade jetzt da auch unternehmerisch ist diese Woche richtig viel zu tun. Ihr habt es gerade gesehen, also Exit the Room am Wochenende, die am Freitag endlich starten dürfen. Und dann kommt das jetzt da auch noch dazu, und ich hoffe wirklich, dass das Ganze jetzt da gut ausgeht. Und ich möchte das Ganze jetzt dann auch im Video festhalten. Ja, und dann schauen wir weiter. Also in dem Sinne, das war's für heute Montag für den Start zum 274er. Wir hören uns dann normal morgen wieder. Also in dem Sinne, bis morgen. Ich sitze hier draußen bei der Feuerstelle. Man kennt das ganze Platzl, und das ist auch was Besonderes, weil diese neuen Holzsitze, die wir eh schon seit, ich glaube, 2 Jahren bei uns im Garten haben, oder sind schon 3 Jahre, die hat mein Papa gemacht. Ja, und wir waren gestern im Krankenhaus, und ja, es schaut leider nicht sehr gut aus. Bedeutet, ich werde jetzt auch den Business Vlog 274 beenden, weil mein Kopf einfach momentan komplett woanders ist, und zwar bei der Family, beim Papa. Und es ist echt ein komisches Gefühl, wenn etwas geht, das immer da war. Ja. Und ihr wisst, ihr Leben ist ja generell vergänglich, aber wenn nachher dieser Zeitpunkt da ist, wenn wirklich was ist, das ist dann richtig kacke. Durch das ganze Corona-Zeugs, ja, haben wir heuer als Familie nicht mal die Zeit gehabt oder dürfen, das Osterfest gemeinsam verbringen, weil jetzt ist im Prinzip das Weihnachtsfest das letzte Fest gewesen, wo wir als Family alle zusammen waren, ja, und das ist schon richtig blöd. Also von dem her kann man eh nicht ändern, ja, man muss wirklich im Leben nichts auf die lange Bank schieben. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und wir waren gestern im Krankenhaus drinnen, und meine Mutter war dabei, also mein Bruder, meine Schwester und die Schwester von Papa. Und wir sind dann immer nacheinander in die Intensivstation reingegangen, zu zweit, immer mit der Mama zusammen. Und es ist wirklich traurig zu sehen, wie abgemagert nicht, aber einfach kraftlos der Papa ist, mit dem Dialysegerät und so weiter. Und ja, es ist leider Krebs. Ja. Ob es jetzt bei der Bauchspeicheldrüse angefangen hat von vor Jahren, wissen wir nicht. Es ist auch nicht aufgefallen. Er hat auch gemeint, wirklich gemerkt hat er nicht wirklich was. Ja. Also auf der anderen Seite vielleicht eh gut, bevor man sich jahrelang irgendwelche Gedanken macht um Chemotherapie, das wollte er sowieso nicht. Also von dem her ist so. Und dann bin ich bei ihm gewesen beim Bett, und hat ein paar Aufgaben verteilt, die ich übernehmen soll. Es ist komisch. Und deswegen, ich sag's halt direkt in die Kamera. Dann das Erste, damit er die Stimmung ein bisschen auflockern kann, wir müssen echt so lachen. Ich stehe vor ihm mit der Mama neben, nehme seine Hand, umarme ihn. Und dann ist das Erste, was er sagt: hast du aber schon zugenommen. Ja, das heißt, er hat meinen Bauch bemerkt. Ich habe doch 82,5 Kilo gehabt, oder habe ich. Ja, jetzt aber wieder, jetzt nehme ich wahrscheinlich eh ab. Also von dem her, der Bauch ist sofort aufgefallen, und damit hat er ein bisschen ein positives Lachen reingebracht. Aber ja, heute dann der Anruf von der Mama am Vormittag, dass der Papa angerufen hat, schnell ins Spital raus. Da haben wir eh schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Und was richtig arg ist oder blöd ist, morgen hat er seinen 60. Geburtstag. Ja. Und da hat jetzt auch noch gesagt, und es wird gerade vom Krankenhaus vorbereitet, also sollte es jemand vom Krankenhaus in Feldberg sehen, vielen Dank für eure Unterstützung und danke für die tolle Arbeit. Und morgen kommen wir dann alle ins Krankenhaus, mein Bruder, Schwester von Papa, Mama, und zu viert sind wir dann, 5 Leute sind wir dann. Und wir nehmen dann einen eigenen Strasti mit, das kennt ihr vielleicht eh, den von unserem Weingarten, ja, den Frizzante Strasti. Und dann stoßen wir auf seinen Geburtstag an, und das will er unbedingt. Morgen um 10 Uhr müssen wir alle dort sein, hat er gesagt. Ja. Und ich rechne mit dem Schlimmsten dann auch schon, aber ja. Und das ist auch der Grund, dass ich den Business Vlog 274 beende. Ist leider eine ähnliche Folge wie damals mit dem Opa. Ich habe jetzt da auch keine Ahnung,
wann ich den nächsten Business-Vlog mache, auch ganz ehrlich. Das heißt, das Video geht dann online, ich weiß noch nicht wann und ob es dann eine Pause gibt oder nicht, es hängt alles von den Dingen jetzt da ab, die morgen oder in den nächsten Tagen passieren und dann schauen wir einfach weiter. Ja, also von dem her hoffen wir das Beste, aber Papa hat auch gemeint, er will keine Therapie und so weiter, also wir geben die Hoffnung zwar nicht auf, aber ja, in dem Sinne danke, dass ihr dabei wart und ist mal eine andere Verabschiedung, aber bis demnächst. Danke.